Handball-Weltmeister Holger Glandorf ist nun der beste Feldtorschütze der Bundesliga-Geschichte. Lob und Hymnen kommen von allen Seiten. So viele Jahre durchgehalten und so viele Tore geworfen zu haben, dass ich nicht so viel verkehrt gemacht habe, sagte Glandorf mit einem verschmitzten Lächeln den Torrekord von Jun, der insgesamt 2908 Bundesliga-Treffer erzielte. Wird der Weltmeister von 2007 allerdings nicht mehr knacken können, auch wenn Flensburgs Geschäftsführer Dirk Schmeschke betonte, er ist ein Spieler, der alle 50 Jahre geboren wird, ihm stehen alle Türen offen. Er kann hier so lange spielen, wie er will, weil der Linkshänder in seiner Bundesliga-Laufbahn bei der HSG Nordhorn 2001-2009, dem TBV Lemgo 2009-2011 und in Flensburg kaum 7 Meter geworfen hat, bringt er es bislang nur auf insgesamt 2287 Treffer. Daher wird es auch bis zu Jochen Fratz 2660 auf Rang 3 der Torschützenliste nicht mehr reichen. Glandorf, der Ende März 35 Jahre alt wird und in Flensburg noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, ist das völlig egal. Aus Bestmarken hat sich der Familienvater, der neben dem WM-Titel auch schon die Champions League, den EHF Cup, den Cup der Pokalsieger und den DHB-Pokal gewonnen hat, noch nie etwas gemacht. Ich habe mit dem Handball angefangen, weil es mir Spaß macht. Ich versuche, mir diese Freude zu erhalten, lautet sein Credo. Bei seinen Mitspielern kommt das sehr gut an. Ich bin stolz, mit ihm zusammenspielen zu können. Als ich nach Flensburg kam, war er schon eine Legende für mich, sagte der gegen Berlin überragende Torwart Kevin Moller. Es macht jeden Tag riesigen Spaß mit ihm. Er ist einfach ein geiler Typ. Auch SG-Trainer Mike Machula ist froh, dass sich der Routinier Woche für Woche mit vollem Einsatz in den Dienst der Mannschaft stellt. Holger ist unglaublich wichtig mit seiner Ruhe und Sicherheit, die er ausstrahlt, lobte Machula. Er bringt immer Höchstleistung. Davon profitierte jahrelang auch die DHB-Auswahl, für die Glandorf in 170 Länderspielen 583 Tore erzielte. Er geht immer dorthin, wo ein Rückraumspieler hingehen muss, und das kann wehtun. Er hat eine unglaubliche Dynamik und man kann sich immer auf ihn verlassen, würdigte TV-Experte Martin Schwalb den Rekordmann. Der hat für seine außergewöhnliche Karriereleistung eine ganz einfache Erklärung parat. Wenn meine Familie zufrieden ist, bin ich es auch, dann kann ich befreit aufspielen. Das will Glandorf in Zukunft noch oft tun. Quelle ntv.de